Es wird wieder eingerext. Heute habe ich gemacht meinen Gemüsefond. Das Rezept für den Gemüsefond seht ihr oben eingeblendet. Da schaut euch das Video an. Mir ist es immer wichtig, dass wir da von diesem Gemüsefond genug haben. Ich nehme keine Gemüsebrühwürfeln, nichts mit irgendwelchen künstlichen Aromen, künstliche Zusätze, Glutamate als Zusatz, sondern ich mache das wirklich alles immer selber. Und hier haben wir bei den Rexgläsern die optimale Größe. Das ist wirklich der Aufguss für 2 bis 4 Portionen Soße. Da brauche ich keinen Gemüsewürfel bemühen. Wie gewohnt, heiß einfüllen. Die Gläser haben wir vorher sterilisiert im Dampfgarer. So, schaut's her. Deckel drauf. So einfach geht das. Zugemacht. Andere Seiten auch noch. Und jetzt geben wir das so. Halt. Und jetzt geben wir das in den Multidampfgarer. Da wird das dann bei. Da beschlagen die Brillen. Bei 96 Grad. Zuerst, Entschuldigung, bei 110 Grad tue ich das dann drinnen. Dampfen lassen. Sie können das auch selbstverständlich ganz normal im Kochtopf, so wie Sie das gewöhnt sind, wie Sie einwecken, einmachen, einkochen, einrechsen, ganz egal wie Sie das nennen. Wir machen das hier im Dampfgarer bei 110 Grad, bis es sprudelt und dann lasse ich es noch 1,5 Stunden, das sind beinahe 90 Minuten im Ofen drinnen. Gerne kocht, das Beste ganz einfach, dort auch einrechsen, es ist gesund. Wird euch gut.